Praxis, die heute die Basics im Yoga zeigen. Ja, das ist, damit dein Körper beweglicher wird, auch der Geist sich öffnet, ja, und wir so in unser Herz auch öffnen können. Ja, das heißt so die Basics im Yoga, ganz klassische erdende Stellung. Ich möchte euch heute auch einladen, so in verschiedene Variationen eines Surya Namaskars zu gehen. Surya Namaskar ist der Sonnengruß, ja, der wunderbar ist für die Praxis, denn er enthält wirklich alle Bewegungsabläufe, die wir im Yoga immer wieder praktizieren. Gut, kommt am ersten Drittel der Matte. Setze die Füße hüftgelenksweit. Rolle die Schultern nach oben und erde schön in die Basis, das heißt Wurzel, schön in die Füße, Beine und strebe nach oben Richtung Kopfkrone. Und hier lass dir einen Moment Zeit, um zu atmen, bei dir anzukommen. Schließ gerne die Augen für einen Moment und verbinde dich mit deiner Atmung. Diese Stellung nennen wir Bergstellung und es ist wirklich eine stabile, stehende Stellung. Atme. Und mit jedem Atemzug fühlst du dich geerdeter und kannst weiter nach oben wachsen. Dann neig das Kinn sanft Richtung Brustbein, öffne deine Augen und bring wieder die Hände zum Herzen hin. Wir verbinden uns beim Yoga immer mit der höheren Kraft. Das heißt, atme hier in deinem Herzen hinein, scheine von innen nach außen und setze deine Intention für die heutige Praxis. Öffne wieder die Augen, streck die Arme ganz lang nach oben aus und dann erde schön in die Füße, erde schön in deine Basis, mach dich ganz, ganz lang. Von hier verschränke die Finger ineinander und schieb deine Handflächen nach oben hin. Zieh die Beine zueinander, ja, zieh die Beine zueinander, erde stabil in die Füße. Ja, und dann neigst du dich nach links. Lass die Arme ganz lang, atme hier in die rechte Flanke. Dann drück wieder in die Füße, atme ein, komm zurück nach oben. Ja, entlocke wieder alles, das heißt, ja, winkel die Ellbogen an, drück wieder in die Füße, atme nochmal nach oben hinein. Und atme aus und dann geht's zur anderen Seite. Schau dabei, dass du nicht in ein Hohlkreuz kommst. Halte deine Mitte aktiv. Steißbein zieht nach unten zu den Fersen. Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Arme lang. Komm wieder zurück zur Mitte. Öffne deine Finger und komm wieder mit den Händen zum Herzen hin. Kinn Richtung Brustbein. Sehr schön. Löse deine Hände, komm wieder in diese Tadasana-Stellung, Kopfkrone nach oben. Super. Wir beginnen. Ja? Wir atmen ein, strecken uns mal lang nach oben und dann bitte ich dich mit leicht angewinkelten Beinen, dich hier in deine erste Vorbeuge zu begeben. Ja? Kannst dir Zeit lassen, bring die Stirn zu deinem Zeig deiner Brust, verlängere hinten den Halsbereich, lass die Beine gerne angewinkelt, bleib stabil in den Füßen. Und jetzt gibt es die halbe Vorbeuge, das heißt, versuch deinen Rücken lang zu machen. Ja, lenk die Energie in die Rückseite, schau nach vorne, halte die Hände auf der Matte oder auf die Schienbeine und dann verbeug dich wieder
in deine volle Vorbeuge, Kinn Richtung Brustbein. Nochmal, atme ein, lenk wieder in die Rückseite. Atme aus, volle Vorbeuge, Kinn Richtung Brustbein. Und ein drittes Mal, drück in die Füße, lenk in die Rückseite, atme ein, atme aus, wieder volle Vorbeuge. Ja, und durch Druck der Füße jetzt, atme ein, ganz nach oben hin, wachse nach oben, streck dich wieder lang und bring die Hände zum Herzen hin. Sehr schön, wir bleiben im Fluss der Atmung und der Bewegung. Atme ein, streck dich lang, wieder ein leichtes Anwinkeln der Beine, komm in deine Vorbeuge hinein. Lenk in die Rückseite, einatmen. Diesmal geht das rechte Bein nach hinten in einen Ausfallschritt. Halte Gelenk über Gelenk, jeden Körperteil, setzt hinten das Knie ab. Drück vorne in den Fuß, streck die Arme lang nach oben aus, heb dich hier an. Und setz die Hände nach unten ab, vorderes Bein nach hinten in deinen herabschauenden Hund. Superschön. Atme hier. Bring die Knie auf die Matte. Sehr schön. Und die Brust jetzt auch. Ja, dann legst du hier deinen Körper ab. Ja, schiebst die Hände mehr unter den Schultern. Rollst dir die Schulterblätter in die Rückseite und hebst dein Herz an. Die Kobra muss nicht groß sein, halte hinten wirklich den Fußrücken schön auf der Matte und verlängere in die Schlüsselbein. Setz die Stirn wieder ab, drück in die Hände, stülp die Zehen um, komm wieder zurück erstmal in einen Vierfüßler und dann löst die Knie und es geht in den herabschauenden Hund. Sehr schön. Ja, das rechte Bein bringst du nach vorne. Ein Ausfallschritt. Setz wieder deine Basis. Hinten erdest du wieder das Knie. Drück vorne in den Fuß. Heb dich hier an. Atme hier. Genieße jede Stellung. Verbinde es immer mit der Atmung. Setz die Hände ab. Heb das Knie an. Schritt nach vorne. Vorbeuge. Kinn Richtung Brustbein. Verlänger in die Rückseite die halbe Vorbeuge und verbeug dich wieder tief vor dir. Drück fest in die Füße. Einatmen, streck dich lang. Ausatmen, Hände zum Herzen hin. Wir fließen. Zweite Seite. Atme ein, Länge. Entlock deine Knie. Vorbeuge. Lenk in die Rückseite, einatmen, linkes Bein nach hinten, ausatmen. Setz das Knie wieder ab, drück vorne in den Fuß, atme dich lang nach oben. Sehr schön, atme aus, Hände nach unten, vorderes Bein nach hinten. Bleib verbunden mit der Atmung, tief ein und aus. Schiefe Ebene, einatmen, ausatmen. Knie, Brust nach unten, lang flache Füße, Erde, hol dir die Kraft von hinten nach vorne, roll dir die Schulterblätter zurück, heb in deine Kobra an, lange Schlüsselbeine, komm zurück, finde einen Weg wieder gerne über Hände und Knie zurück in deinen herabschauenden Hund. Tief in deinen Herzraum hineinatmen und aus deinem Herzraum ausatmen. Und wenn die nächste Einatmung kommt, holst du dir das Bein nach vorne, links bitte. Stell hinten das Knie ab, drück vorne in den Fuß. Atme ein, streck dir hier die Arme lang nach oben. Schau auch nach oben hin, der Blick führt dich immer dahin. Setz die Hände ab. Und es gibt den Schritt nach vorne, Vorbeuge. Halbe Vorbeuge, lenk in die Rückseite und wieder diese tiefe Verbeugung vor dir. Und dann drückst du fest in die Füße und du kommst schräg nach oben hin und die Hände wieder zu deinem Herzraum hin. Tief atmen.
Gönn dir immer diesen Raum, den du schaffst, gib dir die Zeit, die du brauchst und komm in Tadasana. Bei Tadasana roll dir wieder die Schulterblätter schön zurück, Erde, schön in deine Basis hinein. Und jetzt strecken wir mal die Arme parallel nach vorne, winkeln sie an, bring die Schulterblätter hinten nochmal zusammen, Ellbogen in der Höhe der Schultern und dann kommt der linke Arm über den rechten. Und du wickelst dich hier an, ja, so in diese Adlerarme, ja, und halte die Ellbogen in der Höhe der Schultern. Schieb die Ellbogen von dir weg, atme hier. Schön, kleine Schulterübung. Super, schön atme hinten, hinten zwischen den Schulterblättern. Gut, und dann öffnest du wieder, schiebst wieder die Ellbogen, ja, Schulterblätter nach hinten, öffne vorne den Brustbereich, rechter Ellbogen über den linken und dann wickelst du auch hier ein. Ja, und dann schiebst du hier auch wieder, gehst so ein bisschen höher mit den Ellbogen, dass die jetzt nicht zu tief sind, dass die in der Höhe der Schultern sind und dann atme. Sehr schön. Öffne wieder. Ellbogen schiebt wieder zurück, Schulterblätter zusammen, streckt die Arme lang, lang aus. Vorbeuge. Gut. Halbe Vorbeuge ein. Lenken die Rückseite, rechtes Bein nach hinten aus. Okay. Drück fest, fest, fest in die Füße. Ja. Aufgepasst, löst die Arme. Streck dich lang nach oben. Ein hoher Ausfallschritt. Atme hier. Dehn dich hier aus. Super schön. Von hier, ja, setzt du die Hände wieder ab. Vorderes Bein nach hinten. In deinen herabschauenden Hund. Wenn die nächste Einatmung kommt, kommt in die schiefe Ebene. Ausatmen. Schau mal, ob du wie so ein Stock nach unten Richtung Matte. Hände unter den Schultern, rolle die Schulterblätter zurück, öffne in die Cobra, bleib schön geerdet mit den Füßen, komm zurück nach unten, herabschauen, tief atmen, bleib verbunden, rechtes Bein streckst du nach hinten aus, hol dir dieses Bein nach vorne. Sehr schön. Drück wieder in die Füße. Zieh die Kraft zur Mitte. Öffne wieder hier. Komm nach oben hin in deinen hohen Ausfallschritt. Super schön. Heb dein Brustbein nochmal an. Ja, die rechte Hand an die Hüfte. Die linke Hand unter deiner linken Schulter. Roll die rechte Schulter über die linke und dann streckst du den rechten Arm nach oben. Bleib kraftvoll in den Beinen, atme hier. Sehr schön, setz die Hand ab, Schritt nach vorne, vorbeuge. Lenke in die Rückseite, einatmen, ausatmen, wieder volle Vorbeuge. Drück fest in die Füße, rise up nach oben, bring die Hände zum Herzen hin. Super schön. Wir bringen gleich die nächste Seite, atmet ein, streckt euch lang und wieder in deine tiefe Verbeugung. Lenkt in die Rückseite, einatmen, linkes Bein nach hinten, natürlich. Ja, drück fest in die Füße, zieh die Beine zueinander, einatmen, komm nach oben, hoher Ausfallschritt, zieh die Kraft von hinten, wirklich ins Becken, auch von den Füßen über die Beine zum Becken und öffne hier mehr in dein Herzbereich hinein. Fühl dich ganz groß hier. Sehr schön. Hände nach unten, vorderes Bein nach hinten in einen nach unten gerichteten Hund. Einatmen, schiefe Ebene. Ja, halte die Kraft hier in der Mitte. Winkel die Ellbogen an, komm nach unten hin. Super, lange, flache Füße, roll die Schultern zurück. Öffne in dein Herz. Und komm zurück. Herabschauender Hund. Gut, tief atmen. Schenk dir ein inneres Lächeln. Ja, zieh dich in die Länge und komm immer zu deinem Herzraum hin. Mit der nächsten Einatmung, linkes Bein nach hinten
und nach vorne in den Ausfallschritt. Drück in die Füße, zieh die Beine zueinander. Komm nach oben. Aus der Kraft deiner Beine. Ja, hebst du dich hier zum Herzen und über dein Herz hinaus. Super. Halte hier für einen Moment. Linke Hand an die Hüfte, rechte Hand unter der rechten Schulter. Und jetzt schieb dich tiefer ins vordere Knie, heb diese linke Schulter über die rechte und streck den linken Arm nach oben aus. Wenn du magst, kannst du auch ganz in die Länge gehen, drück hinten den Fuß, verliere nicht den Fokus hinten, ja, und verteile hier diese Energie im gesamten Körper. Sehr schön. Die Hand geht zurück nach unten und es gibt einen Schritt nach vorne. Vorbeuge. Lenk in die Rückseite, einatmen, verbeug dich tief. Drück fest in die Füße, einatmen nach oben, ausatmen, Hände zum Herz. Tief atmen. Lass die Energie wie so ein Kreislauf zirkulieren in deinem Körper. Gut, bring die Hände seitlich neben dir. Sehr schön. Roll die Schulterblätter zurück. Verschränk mal hinten die Hände zusammen. Schieb das Steißbein nach unten und jetzt öffnest du hier in dein Brustbein hinein. Ja? Okay, bring wieder die Ellbogen oder winkel die Ellbogen an, bring die Hände wieder an dein Kreuzbein und dann löst du auf. Dritte Runde, atme ein, streck dich lang, atme aus, verbeuge. Halbe Verbeuge ein, rechtes Bein streckst du nach hinten. Sehr schön. Von hier setzt du mir hinten das Knie ab. Ja, und dann kommst du mit den Händen auf dein vorderes Knie. Ja, und dieses vordere Knie, das kannst du dir so ein, zwei Mal nach vorne schieben. Ja, so öffnest du schön in die rechte Hüfte auch, die rechte Leiste hier. Sehr schön. Streck die Arme nochmal lang aus, bring die Hände zum Herzen hin und du twistest nach links. Das heißt, du hakst dich mit dem rechten Ellbogen hinter dem linken Knie, drückst die Handflächen zusammen, stabile Mitte hier und hebst dich hier an. Ja, dein Brustkorb hebt sich hier an. Super. Wer mag, drückt hinten in die Zehen, löst das hintere Bein, seid ihr hier schön gedreht. Tolle Stellung, tief atmen. Gut. Sehr schön, komm zurück, setz die Hände ab, Schritt nach vorne, Vorbeuge, lenk in die Rückseite, einatmen, ausatmen, volle Vorbeuge, drück in die Füße, rise up nach oben, sehr schön, Hände zum Herzen. Wir gehen gleich auf die andere Seite, atme ein, lenk nach oben und komm wieder nach unten hin. Einatmen, deine halbe Vorbeuge. Und jetzt geht das linke Bein nach hinten in den Ausfallschritt. Du setzt wieder das Knie hinten ab, beide Hände zum rechten Knie und dann schiebst du hier so zwei, dreimal dich nach vorne. Bleib nach oben gerichtet. Mach das mit deiner Atmung. Super. Jetzt streckst du nochmal die Arme lang aus, bringst die Hände zum Herzen hin, drückst sie richtig schön in die Handfläche hinein und dann twistest du nach rechts. Ja, das heißt, hake dich hier ein und dein Gegenspieler ist auch vorne das vordere Bein. Nicht, dass es nach innen drückt, sondern drückt dagegen. Ja, und dann drückst du in die Hände und versuchst hier wirklich deinen Brustkorb anzuheben. Die rechte Schulter geht zurück. Atme. Für die, die wollen, lösen hinten das Knie von der Matte. Sehr schön.
Und dann kommst du wieder zurück zur Mitte, drückst und streckst die Arme lang, setzt die Hände ab, hebt hinten das Bein, Vorbeuge. Super. Halbe Vorbeuge ein und dann lass das hier tief nach unten sinken, drück fest in die Füße und atme ein nach oben und bring die Hände zum Herzen hin. Jetzt kannst du hier nochmal in deiner vollen Größe atmen. Sehr schön. Und wir gehen die letzte Runde Surya Namaskar mit einer Gleichgewichtsübung. Ja, ich gehe mal hier ein bisschen zurück. Atme ein, schnell dich lang. Uttanasana, Vorbeuge. Lenk in die Rückseite, einatmen. Ausatmen, rechtes Bein nach hinten. Ja, von hier vorderes Bein nach hinten, herabschauender Hund. Einatmen, schiefe Ebene. Ausatmen, komm nach unten hin. Diesmal lange, flache Füße, verschränk hinten die Hände, Schulterblätter zusammen. Heb dein Herz an. Und dann setzt du mir wieder die Stirn ab. Hände unter den Schultern, komm zurück. Über den Vierfüßler gerne in deinen herabschauenden Hund. Tief atmen. Das rechte Bein streckst du nach hinten aus. Hol dir das nach vorne. Super. Atme hier. Drück hinten in den Fuß. Die Absicht ist, nach vorne zu schauen. Hände gehen nach vorne. Aufgepasst. Rechten Fuß drückst du fest. Plopp. Plopfst du hinten auf und streckst das linke Bein nach hinten auf, ja, und von hier, ja, so eine Art dritter Krieger, entweder du hältst die Hände direkt unter dir oder du beginnst hier eine Hand und die andere zu lösen, du streckst sie nach vorne aus, ja, Gewicht auf diesem rechten Fuß, linke Hüfte gelevelt mit der rechten, sehr schön, setz wieder die Hände unten ab. Und dann kommt der Schritt nach vorne. Vorbeuge. Halbe Vorbeuge ein. Ausatmen. Wieder in deine volle Vorbeuge. Und jetzt wieder zum Erden. Wächst du wieder nach oben und bringst die Hände zu deinem Herzen hin. Super. Tief atmen. In deiner Bergposition. Dich verankert, um zu wachsen. Einatmen nach oben. Ausatmen, Uttanasana, Vorbeuge. Wieder lenk in deine Rückseite, volle Einatmung. Und dann geht das linke Bein nach hinten. Ja, hier bleiben wir nicht lange. Rechtes Bein nach hinten auch. Einatmen, schiefe Ebene. Ausatmen, wähle deinen Weg nach unten Richtung Matte. Atme ein, roll die Schultern zurück. Cobra. Atme aus. Zurückkommen in deinen nach unten schauenden Hund. Das linke Bein streckst du nach hinten aus. Holst dir das nach vorne. Hier, ganz wichtig. Gewicht vorne auf die Hände, hinten drückst du in den Fuß. Plopp, streckst du das rechte Bein nach hinten aus. Und lass gerne die Hände noch hier unten auf der Matte, um hier erstmal dein Becken auszurichten. Dein Standbein kann angewinkelt sein. Und dann von hier, ja, löst du die Hände entweder an den Seitkörper, oder du streckst sie nach oben vorne aus. Atme hier. Sehr schön. Setz die Hände ab. Rechtes Bein nach vorne in deine Vorbeuge hinein. Lenk in die Rückseite.
Und ausatmen, verbeug dich tief, drück fest in die Füße, rise up nach oben. Und lass die Hände zum Herzen hin, tief atmen. Löse die Hände seitlich, öffne die Füße mattenbreit, es gibt eine Malasana, die Hocke. Ja, die Hocke, schöne erdende Stellung. Schau, dass du mit den Füßen schön geerdet bist, ja, dass du hier gut erden kannst und Kopfkrone nach oben. Komm hier erstmal in diese Stille hinein. Ja, lass uns unser Surya Namaskar, unsere Sonnengrüße, sich hier wieder wurzeln und dann löst auf, setz dich auf die Matte, streck die Beine ganz lang aus, super schön, roll mal so deine Innenseite der Oberschenkel nach hinten, super, ganz die Länge hier, dann Dandasana, flex die Füße, ja, so, sehr schön. Und dann hol dir das rechte Bein angewinkelt ran, wachst an diesem rechten Knie und dann geht es einmal in einen gedrehten Sitz, Kopfkrone nach oben. Wir drehen nach rechts. Ein, zwei Atemzüge und dann kommst du zurück zur Mitte und streck das rechte Bein lang, hol dir das linke Bein, andere Seite. Gut. Und zurück zur Mitte. Sehr schön. Ja? Flopp nach vorne und komm auf deine Rückseite mit gerne angewinkelten Beinen. Heb die Fußsohlen ab nach oben. Ist ein Happy Baby. Greif hier mal an den Fußsohlen. Beweg dich nach links und rechts. Und dann schließe die Beine. Gib dir eine Umarmung, Stirn zu den Knien. Und dann löse auf. Und dann komm für einen Moment in deine volle Entspannung hinein. Dann leg dich hier schön ab. Arme seitlich, Beine auch. Lasst hier das ganz ruhig werden in deinem Körper, sodass deine Praxis ja auch die Blüte in Blüte aufgehen kann. Ruhe in deinem Bewusstsein. Beginne wieder die Atmung zu vertiefen, zurückzukommen. Winkel die Beine an, beweg dich an den Fingerspitzen, hol dir die Beine
Richtung Brust. Leg dich auf der Rückseite. Und dann roll gerne über die rechte Seite. Und komm zurück zum Sitzen. Auf die Matte. Hände zu deinem Herzen, bedanke dich bei dir für deine Zeit, die du dir nimmst. Und ich bedanke mich bei dir für die Zeit, die du da warst und sage Namaste, Namaste. Vielen lieben Dank.